Für die Behandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms sind herkömmliche Chemotherapien nicht geeignet. Bei Tumoren, die sich nur langsam teilen, wie zum Beispiel beim Nierenzellkarzinom, ist die Erfolgsrate gering. So wissen wir heute, dass es im Wesentlichen zu einer Vermehrung dieses sogenannten HIF-Alpha-Komplexes kommt durch verschiedene genetische Mutationen. Diese Vermehrung von HIF-Alpha führt zur Aktivierung von verschiedenen Signalwegen in den Tumorzellen. Zum einen führt dies zur Neuentstehung von Blutgefäßen, was für das Wachstum, für das Tumorzellwachstum von Bedeutung ist. Zum anderen kommt es aber auch zur Aktivierung von Signalwegen, die direkt das Tumorwachstum fördern. Wir haben heute verschiedene Möglichkeiten für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Nierenzellkarzinom. In der Regel sind es eben solche zielgerichteten Substanzen, die wir verwenden. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das altherkömmliche Interferon in Kombination mit einer Substanz, die gegen die Neubildung von Blutgefäßen wirkt, zu kombinieren. Man entnimmt dem Patienten mit einer Punktion oder einer Operation ein Stückchen Gewebe vom Tumor und untersucht das dann mit traditionellen Methoden, die man schon seit 100 Jahren anwendet, in der Pathologie. Es gibt niedrig maligne, mittelgradig maligne und hoch bösartige Zellformen. Das ist wichtig, das einzuteilen, weil die Therapien sind dann unterschiedlich, ob man einen Tumor hat, der langsam wachsen wird oder sehr rasch wachsen wird. Dazu nimmt man auch noch Blutproben ab und es gibt dort einige Marker im Blut, einige Tests, die zeigen, ob jetzt der Patient einen Typus Nierenzellkarzinom hat, das rasch wachsen wird, das fortgeschritten ist oder nicht. Manchmal kann eine Erstlinientherapie nicht erfolgreich durchgeführt werden. Es ist möglich, dass nach einem anfänglichen guten Ansprechen auf die Behandlung das Medikament plötzlich nicht mehr wirkt, nach einer gewissen Zeit. Andererseits gibt es auch Situationen, wo das Medikament von Anfang an nicht wirkt und in anderen Fällen können die Nebenwirkungen so stark sein, dass der Patient die Behandlung abbrechen möchte. Wenn eine Erstlinientherapie abgebrochen oder versagt hat, stehen uns heute glücklicherweise weitere Substanzen für eine Zweitlinientherapie zur Verfügung. Ist eine Tablette, die auch täglich eingenommen wird, und einen ganz anderen Wirkungsmechanismus hat als die Erstlinientherapie. Es hemmt mTOR. Dies ist ein Protein, das ganz zentral für die Regulation von Wachstum und Teilungen der Tumorzellen beim Nierenzellkarzinom verantwortlich ist. Diese neuen zielgerichteten Medikamente haben ein sehr unterschiedliches Nebenwirkungspotenzial im Vergleich zu der herkömmlichen Chemotherapie. Sie sind aber auch unter sich sehr unterschiedlich. Es gibt gewisse Nebenwirkungen, die typisch für gewisse Klassen sind. Wir sehen zum Beispiel bei den Tyrosinkinase-Inhibitoren sehr häufig Probleme mit der Haut, mit den Schleimhäuten. Wir sehen häufig Bluthochdruck und kardiale Probleme, das heißt Probleme mit der Herzfunktion. Bei der anderen Gruppe von Medikamenten, den mTOR-Inhibitoren, sehen wir gehäuft Probleme mit dem Glucose, mit dem Zuckerstoffwechsel und dem Fettstoffwechsel, sodass es zu hohem Blutzucker oder erhöhten Blutfetten kommt.